Hallo und herzlich willkommen im Wald und zum Kurzwissen, denn ich wollte euch schon das ganze Frühjahr über mal ein kleines bisschen die Anomalie der Buche zeigen. Ist eigentlich nichts Spektakuläres, deswegen aber auch eben ein Kurzwissen, vielleicht ganz angenehm zu wissen und ja, so ein bisschen Angeberwissen, wenn man mit den Kindern oder der Frau oder beidem im Wald ist oder auch mit den Kollegen oder wem auch immer man das erzählen möchte. Das hier ist eine Bucheckerhülle, ne? Cupula heißt so ein Ding, glaube ich. Oder Cupula? Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Eins von beiden, irgendwie so ähnlich zumindest. Ich guck's nach, ich schreibe es euch unten hin. Da drin sitzt eine Buchecker. Und leider liegen hier jetzt überhaupt keine Bucheckern mehr rum. Die sind entweder alle gefressen oder gekeimt, beziehungsweise habe ich ums Verrecken keine noch halbwegs intakte finden können. Müsstet ihr dann entsprechend googeln, wenn ihr tatsächlich nicht wisst, wie eine Buchecker aussieht. So, in so einer Buchecker steckt jetzt drin ein pflanzlicher Embryo und ein gewisses Maß an Energie. Also Nährstoffe. Deswegen kann man die Dinger ja theoretisch durchaus aus Nüsschen essen. Schmecken übrigens sehr gut, also mir zumindest. Was für uns als gute Nahrung taugt, ist immer relativ energiereich. Und was macht eine Buchecker normalerweise mit dieser Energie? Das hier. Und zwar einen Buchenkeimling. Und der schaut, wenn man sich die obere Etage wegdenkt, schaut der genau so aus. Für dieses Teil, außer der oberen Etage, denkt euch die weg, dazu kommen wir gleich noch, reicht genau die Energie, die in einer Buchecker drin steckt. Nämlich für ein kleines Stängelchen, ein bisschen Wurzel, wobei da ursprünglich vielleicht noch ein bisschen mehr Wurzel natürlich dran gehangen hat. Das ist jetzt halt eben verloren gegangen bei meinem stümperhaften Ausrupfversuch. Und das Wichtigste sind diese beiden speziellen Blätter. Das sind nämlich, wie man vielleicht sieht, wenn man weiß, wie Buchenblätter für gewöhnlich aussehen, Blätter, die irgendwie überhaupt nicht so richtig buchenartig aussehen. Die sind so halbrund, hängen so komisch zueinander, sind parallel am Stämmchen angebracht und sehen überhaupt nicht aus wie normale Buchenblätter. Ne? Am Rande behaart sind sie auch nicht, das sind Buchenblätter normalerweise ja auch. Gar nicht buchenartig. Sieht aus, als wäre das irgendeine ganz komische andere Pflanze, wenn nur diese Blätter dran sind. Denkt euch immer noch das da oben weg. Dieser Teil, ja, Stämmchen, Wurzelchen, die ersten Blätter, das ist das, wofür eine Buchecker ausreicht. Also die Energie, die da drin gespeichert ist. Das kann quasi instant aus einer Buchecker herauskeimen, da braucht die Pflanze sonst gar nichts zu. Und aus diesem bisschen, mit diesem bisschen Energie einer Buchecker wächst dann halt eben eine Buche. Also ein prinzipiell wirklich majestätischer, riesengroßer Baum mit extrem weit ausladenden Ästen, einer gigantischen Krone, sehr beeindruckendes Exemplar. So, jetzt muss man noch sagen, diese Blätter sind jetzt nicht nur deswegen besonders, weil sie anders aussehen als alle anderen Buchenblätter, sondern die sind deswegen so wahnsinnig besonders, weil es die Keimblätter sind. Nennt man auch Kotyledonen. Schönes Wort, ne? Und das ist deswegen jetzt wieder wichtig, weil, ich finde das einfach interessant zu wissen, sämtliche höheren Pflanzen, also quasi alle Bäume zum Beispiel, Blumen, so ziemlich das meiste, was man im Garten so stehen hat, die haben gemeinsam, dass man sie unterteilen kann in einkeimblättrige und zweikeimblättrige. Mono- und Dikotyledonen. Ne? Kotyledonen, Keimblätter, Mono 1, Di 2. Hm? Relativ simples Latein, wenn es überhaupt Latein ist. aber trotzdem. Ich finde es einfach mal interessant zu wissen, dass sämtliche Pflanzen dieser Welt halt eben anhand dieses Merkmals erstmal in zwei Gruppen unterteilt werden. Sämtliche höheren Pflanzen. Achso, übrigens nicht höhere Pflanzen sind Moose, Farne, Bärlappgewächse und Schachtelhalme. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Und eben, ob du zwei Keimblätter wie hier hast oder nur eins, ein Beispiel dafür, ein prominentes wäre Mais. Ist ein typischer einkeimblättriger Keimer. Das macht halt eben dann wirklich aus, in welche Pflanzenfamilie man gesteckt wird. Und die haben auch tatsächlich verwandtschaftlich dann so gut wie nichts miteinander zu tun. Ein Mais und eine Buche sind also ganz weit auseinander, was die Verwandtschaftlichkeiten angeht. Also das nur mal so zur Information. Gut, jetzt haben wir hier noch
diese beiden Blätter oben dran. Das sind die ersten normalen Buchenblätter, die auch schon so zumindest ansatzweise wie Buchenblätter aussehen. Sie sind halt sehr klein und in einem sehr initialen Stadium. Wenn die jetzt noch ein bisschen größer werden, dann werden die auch noch ein bisschen buchiger aussehen. Die sind schon nicht mehr mit der Energie aus der Buchecker produziert, sondern mit den ersten, ja, Zuckerbausteinen, die von der Photosynthese aus den Kotylidonen gebildet worden sind. Also sprich, dieses kleine bisschen, dieses Ding, was hier oben drauf ist und ein kleines Stück der Wurzel, das kann man aber nicht ausmachen, wie viel und welches genau, das ist quasi so das erste Photosyntheseprodukt im Leben einer sehr, 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 sehr jungen Buche. Und das ist auch ungefähr in den meisten Fällen das Wachstum, was die in einem Jahr hinbekommt. Vielleicht kriegt sie noch ein zweites Paar Blätter hin, also insgesamt 4 zusätzliche Blätter plus eben die Kotylidonen. Die werden aber relativ schnell eben entsprechend dann auch kaputt gehen. Die haben eine sehr geringe Haltbarkeit. Die sind wirklich bloß für die Initialzündung quasi da, damit die allerersten Blätter gebildet werden können und die Photosynthese quasi einigermaßen loslegen. Die Photosyntheserate von den Kotylidonen ist auch relativ gering verglichen mit den normalen Blättern. Die sind da erheblich effizienter. Ja, das ist also ein Buchenkeimling und was man zudem vielleicht an bisschen Wissenswerten erzählen kann. Das soll es auch schon gewesen sein an dieser Stelle. Macht's gut, viel Spaß im Wald, tschüss.